zwei, drei. So, jetzt müssen wir da aber haben, hier nach den Startschwierigkeiten. Ja, ich wollte wissen, ob du schon aufnimmst. Du hast, ach so. Hast, natürlich. Wahrscheinlich ja. Ja, gut. Hallo, hübscher ja. Zimmi, wie geht es dir? Sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, schon. Jetzt, wenn ich mit dir hier eine Folge aufnehme, natürlich. Ja, mit leichter Verzögerung. Ich wollte mal schon letzte Woche, ja. Ach, das war ja letzte Woche Katastrophe. Aber wir sind da Filmquatschen, seid ihr übrigens hier heute. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ihr gelandet seid. Ja. Bei unserem Podcast Filmquatschen. Und wir sind, ihr, für euch sind wir pünktlich. Natürlich, immer. Aber für uns sind wir verhältnismäßig unpünktlich. Ja, aber so ist das manchmal, ja. Aber wer zuletzt kommt, kommt am lautesten. Genau. Deswegen. Ja, heute haben wir auch, ja oder ja, heute ist übrigens der Star Wars Tag. Heute ist der 4. Mai, korrekt. Jetzt wissen die Leute, wann wir aufnehmen. Ja, am 4. Mai, ja, das ist sowieso crazy, weil jetzt müsste, glaube ich, die Oscar-Folge online gehen, ne? Jetzt Wochenende, genau, genau. Die kommt dann bei dir. Ja, ja, ist schon alt vorbereitet. Und dann kommt danach die Woche, welche kommt da denn? Ach, dann, nee. Cabin Fever. Ach, Cabin Fever, genau. Scream. Und Scream. Cabin Fever und Scream. Und dann kommt diese Folge hier. Ich glaube, ja. Und danach kommt die Tanz der Teufel-Folge. Ja, und das dann das große Armee der Finsternis. Ja, ist das so? Muss ja wohl anscheinend. Ja, ich habe gar keinen Bock auf so einen Tanzfilm. Sag ich dir, wie es ist. Aber okay. Tanzfilm? Ist doch ein Musical. Ja. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich kenne Top Gun nicht. Ich kenne Top Gun nicht. Ja, das kam auch echt nicht so gut an, glaube ich, in der Community-Welt. Erst war der immer der Kurt. Ja. Jetzt, ja, der Kurt. Der hat ihn schon nachgeholt, der hat ihn jetzt endlich gesehen und jetzt bist du der Nächste. Ja, so ist das. Es gibt wirklich noch Menschen, die Top Gun nicht kennen. Vielleicht hier auch aber ich, bei den Zuschauern. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, es ist ja gar nicht mein Jahrgang der Film. Wann ist der rausgekommen? In den 80ern irgendwann, ne? Ja, der ist... Das heißt, da war ich zu jung und dann war er für mich nicht mehr relevant. Und dann muss ich aber auch dazu sagen, ich bin nicht so der Army-Navy-Freund von Filmen. So, das catcht mich häufig nicht so. Ah, der ist ja auch anders, der Film. Der ist ja nicht so wie... Aber wollen wir da nicht das Pulver verschießen, dann müssen wir mal an anderer Stelle drüber reden. Also dann halten wir das aber fest, dann ist das geklärt. Wir haben jetzt nochmal für alle, unser Konzept des Podcasts ist ja die für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind und denken so, was reden die beiden Typen eigentlich? Wir gucken Filme, sagen euch, welche Filme wir gucken, ihr habt Zeit, die quasi mitzugucken und dann irgendwann kommt dann unsere Folge und das ist quasi wie so ein Audiokommentar. Wie unser Behind the Scenes, wir analysieren manche Sachen, sprechen über manche Sachen und beurteilen das dann. Und ihr seid ja quasi mit dabei. Und ihr wisst jetzt, dass Top Gun in ein paar Wochen geguckt wird. Wir müssen auch irgendwie noch überlegen, noch einen zweiten Film müssen wir denn noch mit Tom Cruise gucken. Ein Film ist so langweilig, oder? Ja, ich bin auch immer der Meinung, ich finde das gar nicht so verkehrt. Das Geile ist ja jetzt wirklich, guck mal, wir sind jetzt in Folge 6, 7, irgendwie sowas. Warte mal, erste war Hangover, dann kamen die beiden besten Filme, dann kam Oscar, dann kam Scream, jetzt ist die Folge 6. Wir sind in Folge 6 und jetzt kristallisiert sich ja so langsam erst richtig das Konzept raus. Ja, das Konzept ist für mich... Ist inzwischen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir gucken zwei Filme, die irgendwie thematisch passen und jeder von uns hat ein bisschen mehr Augenmerk auf einem Film. Ja, das haben wir erst auch jetzt mehr so rauskristallisiert. Ja, naja, wir sind ja immer noch in der Findungsphase. Ich finde das aber geil. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt geil, weil so kann jeder sich einen Film ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, was dazu erzählen und hat ja dann auch, man hat auch ein bisschen weniger Vorbereitungszeit, aber man ist auch irgendwie vorbereiteter. Ja, also ja, irgendwann würde ich gerade sagen, es ist weg, aber ja. Okay. Kurzen Smalltalk zum Anfang. Ja, natürlich. Filme quatschen, würde ich sagen, oder ist ja sonst Quatsch. Was hast du letztens geguckt? Crisis. Ach, den, ja, habe ich schon von dir gehört. Habe ich jetzt noch nicht gesehen? Der ist echt gut. Ja? Ich fand den erstaunlich gut dafür, dass ich dachte, das ist ein Scheißfilm. Okay. Weil man sieht das Cover und denkt, okay, ja, cool, ein typischer x-beliebiger Polizist mit Knarre, so. Ja. Ja, was soll ich da bekommen? Aber es ist tatsächlich sehr viel besser. Und davor habe ich Paddington 2 geguckt. Habe ich noch nicht mal eins geguckt. Auch sehr schön. Hätte ich nie gedacht. Ja, die sollen gut sein. Ja, stimmt. Ich hatte keine Erwartungen, fand ich sehr gut. Und davor, ich habe einen, den ich zuletzt gesehen habe, war der neueste American Guinea Pig. Der was? Dieser Song of Solomon. Ach so. Dieser Splatter-Smash war schon eklig, aber auch jetzt nicht gut. Okay.
Ja, ist ja manchmal so. Meistens schocken die mit irgendwas und dann ist es eigentlich, naja, doch scheiße. Ja, das Ekelhafteste ist aber eigentlich Kotzen und Essen. Und dann... Gleichzeitig? So, ja, erst Kotzen und dann wieder Essen. Ach so, ist ja normal. Also sie hat ihren Darm ausgekotzt und den dann wieder gegessen. Das war jetzt so, muss ich sagen, fand ich schon so ein bisschen so, Das war vor allem so eine Szene, die ging so 7 Minuten. Und du sitzt dann und denkst so, oh, ja, okay. Ja, ist gut. Aber bist du fertig? Aber ansonsten hatte der halt echt nichts. Wie ist es bei dir? Was hast du denn zuletzt? Hast du Star Wars nicht heute geguckt? Nee, doch. Ich hab angefangen, heute ist doch die neue Serie hier, Bad Touch. Stimmt, die ist heute raus, ne? Also die erste Folge, sagen wir mal so. Ja, ja. Habe ich kurz drin geguckt. Ja, ich denke mal, das ist ja so eine Fortsetzung von Clone Wars oder wie ist die andere Serie? Hm. Die habe ich ja nie gesehen. Hm. Wäre vielleicht ein bisschen blöd. Vielleicht sollte ich die erstmal gucken. Ja. Macht vielleicht Sinn. Das kann sein. Ja, und filmtechnisch hast du aber auch einige Sachen in der letzten Zeit gesehen. Ich habe mal einmal, war da, irgendwas habe ich doch bei dir gesehen. Ein Horrorfilm, glaube ich, war das. Ein Horrorfilm? Ich hatte das Gefühl, was hast du denn zuletzt geguckt? Ich muss selber gucken, ich habe schon wieder alt vers. Nein, ich habe Terminator 1 mal wieder geguckt. Das habe ich aber nicht in der Story gesehen. Ich will mir jetzt alle Terminator-Filme wieder gucken und zu jedem Review machen auf meinem Kanal. Crazy. Okay. Ich habe geguckt als letztes. Ich sehe es ja nicht. Ach ja, Dawn of the Dead. Dawn of Siehst the du, sag ich doch, Horror. Ja. Guck mal, ich weiß besser, was du guckst als du. Stimmt, da habe ich ja diese Piece of Box Art, wie ist das Ding nochmal? Ja, Piece of Art. Ja. Weil die Filme, ich habe mir das letzte Mal gefallen, ich habe die ja nicht in der Sammlung. Ich dachte, Hast du dir die gekauft oder wurde dir die gesponsert? Nee, ich habe die gekauft. Okay. Und wie findest du die Box? Ja, ist okay. Es ist jetzt ja nicht mal so schlecht, mal was anderes. Was, das ist genau, das ist so eine, wie so eine Schatulle quasi, oder? Ja, so aus Pappe, ein bisschen dicker. Ja, so ein Booklet mit drinne. Ist okay. Auch so von der Gestaltung her ist sie jetzt ja nicht mal so schlecht. Auch wie gesagt, von der. Ja, so, naja, so ein bisschen zwiegespalten. So vom Preis her finde ich, ist er okay. 20, ne? 20 geht eigentlich. Dafür das dann, ja, aber naja, muss man nicht jetzt unbedingt haben. Besser wie diese Old Table-Edition auf jeden Fall. Die habe ich tatsächlich, wenn ich das kurz reinwerfen darf, alle verkauft. Ja, gerade gestern. Kann ich verstehen. Ich habe alle zusammen echt als Komplettpreispaket losgeworden. Ich habe 25 Tape-Editions verkauft für. So viel? Hast du gehabt? Ich habe noch viel mehr. Ich habe ein paar behalte ich. Achso. Ich habe insgesamt 35, glaube ich. Hier. Okay. Und ich weiß auch nicht, ob das alle sind, aber 25 das waren diese Saturn-Dinger, weißt du? Terminator. Ja, die von Burnblatt-Dinger hier. Genau, da war eigentlich optisch ja ganz schön, aber totale Platzkiller. Und jeden dieser Filme hatte ich ja mindestens einmal in der Sammlung. Ja, dann weg. War ja nur Papa eigentlich. Ja. Ein Poster dazu. Ja. Habe ich alle zusammen verkauft für 10 Euro. Nee, alle zusammen, ich glaube für jeden für einen Zehner. Also doch, ja, 10 Euro, also jede für einen Zehner. Das ist schon noch ein Süd, weil teilweise hast du ja schon für 5 Euro gekriegt. Ja, eben. Also manche habe ich für den Einkaufspreis gekauft, manche habe ich für 12 gekauft und einige auch für 5. Also ich glaube, es ist ein guter Durchschnittswert gewesen. Ja, denke ich mir auch. Dann kann ich nur kurz erzählen, ich habe noch Mitchell in the Machine geguckt. Den du sehr empfohlen hast. Also ich war wirklich sehr überrascht. Ich hatte davon vorher gar nicht groß was gehört. Und plötzlich, bei Netflix war der ja da, irgendwie von Sony Animationsstudio. Irgendwie, da habe ich bloß den Trailer beim Durchsappen so gesehen, der läuft ja bei Netflix immer gleich an, da habe ich gedacht, boah, der war, da habe ich schon tot gelacht bei diesem Trailer. Und da habe ich mir den Film reingezogen, 2 Stunden lang, und ich habe so viel gelacht, also der hat irgendwie alles. Also so muss ein Animationsfilm sein, die haben ja gleich mit dem Film, gleich hier mit Disney den Boden aufgewischt. Okay, ja, es ist, also es ist wirklich gut, ne, sagst du? Ja, der hat halt so, ist halt schon kindlich gemacht, aber auch für Erwachsene viel Humor, guter Humor. Du hast auch ein paar ernste Sachen, wir haben besprochen. Auch eine Message ist in dem Film drin. Du hast auch sehr viel, wie soll ich sagen, Andeutung auf Filme. Mhm. Ja, sind so viele drin, die da hast, die dann so als Erwachsener, sag jetzt mal die Kinder, wenn du mit Kindern guckst, die werden jetzt nicht checken, aber du merkst, ach hier, ach, geil, und dann lass dich halt tot. Also ich fand ihn wirklich richtig gut, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Da mal okay, ja, einen Blick. Der steht bei mir auch gerade in der Watchlist sehr weit oben. Ja, ja. Muss ich gestehen, aber mein Stapel wird einfach auch nicht kleiner. Kenn ich. Ja, wir haben uns ja dann dazu entschlossen, mal wieder anspruchsvolle Filme zu gucken, nach Cabin Fever und Scream. Ja, stimmt. Genau, kommen wir zu dem Thema. Also, ich finde,
Achso, ja, sorry, ich war schon jetzt am Überleiten. Ja, ja, ich muss nur kurz sagen, meine Nase ist halt mal wieder komplett zu, bloß mal so als Info, falls ich ein bisschen komisch anhöre, aber... Ja, das ist der nasale Zimi. Ja, der ist jetzt... Der ist jetzt am Start. Der ist jetzt am Start, genau. Ja, ein paar, ja, bessere Filme, was ist bessere Filme? Andere Filme, doch, sagen wir mal so. Ich würde sagen, hochwertigere, na, hochwertig ist auch das falsche Wort. Anspruchsvoller ist eigentlich auch falsch, aber ja. es ist eher so... Keine Action-Blockbuster. Nee, schon eher, es ist, ich würde sagen, das gehobene Filmniveau. Also es sind ja Filme, die schon eher auch eine, auf Charakter, also auf Schauspielleistung, genau. Entwicklung, Charakterentwicklung und auch auf Kameraarbeiten, Soundtracks, Farbgebung und, also die wirklich cineastisch wichtiger sind und mehr Wert drauf legen als eben ein 0815-Blockbuster. Genau. Ich mal. So kannst du kein Main, es ist kein Mainstream-Kino. Obwohl es doch irgendwie im Mainstream stattfindet. Ja. Ja, es ist noch nicht zu, wie sagt man, wie heißen die Filme sonst? Ja, Arthouse, es ist noch, ja, kein Arthouse. Ja, Arthouse ist auf jeden Fall nicht. Nee, da ist es noch weit entfernt von, ist schon. Ich finde das super schwierig, das auch zu titulieren, weil es sind ja keine, man merkt ja, wie wir auch stottern, es sind ja keine hoch anspruchsvollen Kunstwerke, aber es sind trotzdem Filme, die irgendwie einen gewissen Kunstaspekt eben drin haben. Ja, also ich würde mal so sagen, der erste Film, den wir besprechen wollen, ist ja Gran Torino oder vielleicht der zweite, weiß ich ja nicht, womit wir anfangen. Willst du anfangen mit Mystic River? Ich kann aber auch mit Gran Torino anfangen. Dann machen wir jetzt aber Gran Torino, können wir gleich mit Gran Torino anfangen, ist eh ein Film, ich sag mal, den kennt eigentlich auch fast jeder, ja. Also der ist schon sehr bekannt und sehr beliebt. Also ich kenne auch kaum jemanden, der sagt, der Film ist schlecht, den finden sehr viele Jugend. Nee. Ja. Wir können aber sagen, es sind zwei Filme von Clint Eastwood, ja, also wo er Regie geführt hat, auf jeden Fall. Die wir besprechen, über Gran Torino und Mystic River, ja. Ich glaube, Mystic River hattest du eben doch schon erwähnt, ja. Genau. Ne, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber ja. 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 Ja, Clint Eastwood. Kurz mal, können wir noch kurz noch zu Clint Eastwood. Der ist ja auch schon, ach Gott, wie alt ist der eigentlich? 90, 95? Ach, der ist alt. Der ist in den 30er Jahren, ich glaube sogar 1930 ist er geboren. Das heißt, der hat jetzt dieses Jahr die 90. Ja, 91. Ist der hat ja auch, ich 91. weiß nicht, gefühlt 1000 Filme gedreht und mitgespielt, oder? Das ist unfassbar. Der hat vor allem ja bekannt geworden ist er durch die Western, vor allem durch sein Gesicht, sein, ja, prägendes Gesicht, ja, einfach, ja, mal so. Ja, klar. Und dann ist, glaube ich, würde ich sagen, die prägendsten Filme damals waren natürlich auch die Dirty Harry-Sache, Dirty Harry, wenn man so, genau, will. Das Western, der Western in der Neuzeit oder damaligen Neuzeit. Und ab dann war er ja so ein gewisser Charakterschauspieler. Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Also er war ja nie einer, der ihn nur in dummen, komplett stumpfen Filmen mitgespielt hat. Nee. Der war schon immer, hatte so einen gewissen auch Anspruch. Filme mit Anspruch, guck mal, das ist die Formulierung. Das jetzt zaubert, der zaubert. Krass. Ja, und er ist hauptsächlich damals Schauspieler gewesen und hat dann irgendwann angefangen, auch Regie zu führen. Genau. Und ich, was war denn sein erster Regiefilm? Warte, können wir. Ja, denn das, Drehbücher hat er irgendwie auch geschrieben. Also ja, Drehbücher auch. Und das hat er, glaube ich, war sehr hoch. Irgendwie. Erbarmungslos. Erbarmungslos war der, ach nee, das war der Regie-Oscar. Regisseur war, glaube ich, Sadistico. 1971. Ach, guck an, er hat schon so früh Filme gedreht. Okay. Also er hat, das heißt, er war schon immer beides, also wenn man so will. Er war vor und hinter der Kamera sehr aktiv. Seine ersten Filme waren die, glaube ich, 1955. Ah, okay, reden wir. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen, ja, ja. Also er hat, was man sagen kann, er war schon immer sehr engagiert, wie du schon gesagt hast, Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler. Produzent, können wir mal kurz, war 1982 Firefox und als Komponist hat er so ja hier seinen ersten Film 2003, Mystic River. Stimmt, das habe ich sogar mal, aber das habe ich nur so als Trivia irgendwo mal aufgefasst, das hatte ich schon wieder verdrängt. Es hat aber einen guten, der Soundtrack ist mir jetzt nicht krass im Kopf geblieben, ich fand die aber, die musikalische Untermalung trotzdem sehr gut. Ja, auf jeden Fall, also sehr... Stimmig, sagen wir es mal so. Passt zu der Stimmung halt. Hat die Stimmung noch ein bisschen unterstützt. Was ich sehr krass finde bei Clint Eastwood ist, dass er eigentlich für mich schon ab den, ich sag mal, 80er Jahren schon sehr alt aussieht. Also er ist ja auch schon alt, aber er war ja 50, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass der, für mich war das schon immer ein alter Typ. Ja, natürlich, und der ist ich habe jetzt Gran Torino ja gesehen und Gran Torino ist ja aus 2008 und da sieht er ja schon aus wie ein zerbrechlicher Opa. Also er sieht da wirklich aus, als würde er gleich umfallen und sterben. Ja. Was er ja auch, naja, auch egal. No Spoiler. So, und das muss ich sagen, finde ich extrem krass, dass der diese Power halt hat, ne? Also er hat wirklich richtig Power, immer noch. Ja, der macht jetzt auch schon wieder einen neuen Film am Drehen, habe ich gehört. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube auch, dass der einen Film machen wird und der sein Abschluss, also ich wette, der wird Filme drehen bis ins Grab. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, sein letzter Film, den wird er wahrscheinlich nicht mehr
im Premiere sehen. Hier, der, so. Sein letzter Film ist jetzt hier 2019, da ist er wieder Regisseur und Produzent. Und der heißt Der Fall Richard Jewell. Okay. Sagt mir nichts. Das war 2019, kann nicht sein. Nee, den ist ja schon alt. Nee, da habe ich jetzt mich vertan. Das war jetzt ein Fehler von mir. Ah, hier, J. Edgar dreht er. Nee, das ist 2011. Nee, irgendwas, naja, ist egal. Was machst du denn da jetzt gerade? Ja, hast du dich ja verzettelt. Jetzt habe ich mich voll verzettelt hier, ja. Ist egal. Er dreht jedenfalls einen neuen Film, so. Ja, also, Gran Torino, jetzt bin ich auch, jetzt hast du mich verwirrt, ey. Clint Eastwood halten wir auf jeden Fall fest, ist für mich, es ist nicht mein Lieblingsschauspieler, aber ich sehe den sehr gerne. Ja, das stimmt. Ich finde, der hat auch eine gewisse Präsenz, die er ausstrahlt mit seiner Art und Weise, dass man vor dem irgendwie, ich hätte vor dem richtig Respekt. Das ist so ein Typ, wenn der mir gegenüberstehen würde, ich würde wahrscheinlich runtergucken und die ganze Zeit siezen. Also, was man ja sowieso tun würde. Aber das wäre so ein Typ, der würde ich das. Vor dem hätte ich irgendwie Angst. Verstehst du, was ich meine? Ja, diese Attitüde, die er ausstrahlt? Ist so eine, naja, so eine Respektperson, oder wie sagt man? Voll. Eine absolute Respektperson. Und ich muss sagen, ich habe jetzt Gran Torino zum zweiten Mal gesehen. Es ist sehr lange her, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Das muss 2010 gewesen sein, dass ich. Oder 11, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und ja, fast 10 Jahre Pause oder um die 10 Jahre Pause jetzt wieder gesehen. Und der Film ist jetzt, vor allem, wo ich noch mal ein bisschen älter bin, hat er mich auf so vielen Ebenen extrem, ja, berührt ist das falsche Wort, aber mitgenommen. Also abgeholt, richtig. Weil es gibt ja eigentlich in dem Film, also es geht ja in dem Film, um es ganz kurz zu grob zu umreißen, der Kowalski, der Mr. Kowalski, der alte Typ. Walt. Ja. Walt wohnt in einer Siedlung und die Siedlung ist inzwischen, ja, übervölkert, sag ich mal, von seine ganzen Nachbarn sind alle tot und es wohnen sehr viele Chinesen, glaube ich, sind das? Also chinesisches Volk oder Koreaner? Ja, stimmt, Koreaner. Ich dachte, stimmt, kann auch sein. War nicht im Koreakrieg gewesen? Asiaten. Ja. So. Und er. Es beginnt damit, dass seine Frau quasi stirbt, auf der Beerdigung und man sieht, dass er eigentlich schon so, er ist so ein bisschen misanthropmäßig, hat gar keinen Bock auf die Leute, er findet alles scheiße, er ist schon direkt mit sauerem, fiesem Gesicht und der Pastor soll sich dann um ihn kümmern, er hat aber auch gar keinen Bock darum, mit seiner Familie ist er, also mit seinen zwei Söhnen ist er so ein bisschen zerstritten und auch mit den Enkeln, er hat gar keinen Bezug zu den Leuten und dann ist eben seine Nachbarn, die jetzt eben diese Koreaner oder wie auch immer sind, der Sohn will dann sein Auto klauen, also der Sohn von den Nachbarn will sein Auto klauen und damit beginnt quasi eine Interaktion und er fängt langsam an, die Leute trotzdem diesen ganzen Negativgeschichten so in sein Herz zu schließen, beschützt sie dann vor so einer Straßengang und zieht den Sohn so ein bisschen mit auf als Vaterfigur und das nimmt so alles seinen Lauf. So, genau, so ist es jetzt. Er macht eine Wandlung durch. Sagen wir so. Genau, und das Krasse an dem Film ist einfach, ich muss jetzt erstmal, bevor ich jetzt weitermache, ich habe mir nicht nur, dass ich den Film mir, wie gesagt, sehr bewusst angesehen habe, ich habe mir den auch tausendmal die Sachen dazu durchgelesen. Die eingewandert Hmong. Ja, ist so eine Hmong, ja. Ist vietnamesisch, indigene Südostasien. Hmong, wissen die nicht, oder? Hmong. Ja, Hmong, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tatsächlich. Die sind der Miao-Nationalität zugrunde. Na, das sagt mir auch schon wieder nichts. Also, Miao ist eine Ethnie in China. Nee, ist aber China. Guck mal, Dann ist das gar nicht so, ist Chinesen gar nicht so falsch. Gut, haben wir das geklärt. Also was das Besondere eigentlich bei dem Film für mich ist, ist, dass es sehr viele verschiedene Aspekte gibt. Es gibt den Typen, der sehr festgefahren ist, konservativ, ganz klare Meinung zu vielen Dingen hat, Menschen, Politik, Glauben und Co. Dann gibt es seine Söhne, die sich komplett von ihrem Vater entfremden und eigentlich total bescheuert auch ihm gegenüber verhalten. Also diese Distanz zwischen in der Familie, dass da einfach gar keine Nähe herrscht. Dann ist dieser ganze Glaubensbezug, es ist ja auch, wenn man so will, eigentlich ein sehr religiöser Film, der eben eine ganz eigene Art und Weise auf die Religion wirft, so einen ganz eigenen Blick. Und es ist dann eben noch zusätzlich ein wirklich packender Thriller, der, und das ist ja das Witzige, der hat ja zeitlang so das Gerücht, dass das eben der Abschluss der Dirty Harry-Reihe sein soll. Habe ich nie gehört. Echt nicht? Aber nee. Es gab das immer mal wieder, dass man das irgendwo gelesen hat. Das war so eine urbane Legende, dass das so die Idee von Clint Eastwood war, was wohl nicht stimmt. Aber ich finde, es passt etwas.
Also das Gerücht ist ja nicht ohne Grund aufgekommen, aber wenn man sich überlegt, wie er sitzt jetzt so verbittert alt auf seiner Veranda und es, ich finde auch mit der Geste, wie er sich seine Knarre dann rausholt und mit seinen Fingern immer so zeigt, als würde er schießen, es hat Dirty Harry-Vibes, muss man einfach mal so sagen. Aber ich finde, Aber ja, erzähl weiter. ja, achso ja, und ich muss sagen, mich hat der Film einfach so, auf so vielen Ebenen mitgenommen, weil er zeigt, ey, egal in was für einer Lebenssituation du steckst, egal wie lange du auch festgefahren bist, nicht alle sind halt scheiße, so, und lass dich einfach mal auf Sachen ein, das wird schon gut irgendwie. Also sei nicht, sei offen für Neues so ein bisschen. Ich bin ja der Meinung, ich finde ja eigentlich erst mehr so dieses Festgefahren ist ja, dass er eigentlich nie seine Kriegsverbrechen verkraftet hat. Das ist ja auch ein sehr Das wichtiger ist auch noch Aspekt ein des Aspekt, Films ja. eigentlich. Darum hat er auch vielleicht, denke ich mal, so mit seinen Söhnen immer nie diese Beziehung aufbauen können, weil er mal, ich glaube, er hat ja mal fast ein Kind getötet, irgendwie so. Was er eigentlich nicht hätte müssen, irgendwie so war doch das. Kommt dann nachher so ans Licht, so ein bisschen im Laufe des Films, so ein bisschen. Man erfährt halt, dass er, wie gesagt, im Koreakrieg, darum hasst er ja auch so ein bisschen die Asiaten, beleidigt die ja immer, ist ja eigentlich auch zum Anfang ein sehr krasser Rassist. Er ist ein kompletter Rassist. Das sind alles Schlitzaugen und die Schwarzen sind, was hat Bimbos, sagt er die ganze Zeit zu denen? Die Rothaut und so, also er ist schon sehr rassistisch unterwegs. Genau, ja, und dann lernt er die halt erst richtig kennen, so im Laufe des Films, ja. Die ihre, ja, Religion, wie du schon sagst, ihren Glauben halt und ihre Lebensart und ja, langsam öffnet er sich dann und ja, hat er wieder so einen Lebens, ja, Punkt gefunden, sage ich jetzt mal. Ja, es ist vor allem, er ist ja nachher wirklich dieser Ziehvater des Nachbarsjungen, wenn man so will. Ja. Und eigentlich sind ja seine Werte und Ideale voll gut. Ja. Also es ist ja nicht, dass er falsch ist. Er ist halt nur sehr konservativ und eben dieses Rassistische, klar, das ist ja auch, das ist aber auch dieses, das finde ich sehr krass. Es zeigt eben diesen. Was häufig das Problem ist, es gibt ja verschiedene, die in der damaligen Zeit, wo das okay war, so zu reden, Ja. das tut er mit seinem ganzen Umfeld ja auch. Er beleidigt ja auch seinen Friseur die ganze Zeit, das ist der italienische Jude und andersrum. Ja, und er sagt ihm als Beleidigen sie ja mal Polackenarschloch. Polacke, Polackenarschloch und so, geiziger Jude, das ist der klauende Polacke. Also es geht die ganze Zeit so hoch und runter. Und man merkt aber, dass das halt damals so war und jetzt eigentlich nicht mehr. Und ich finde auch, dass, also es Genau. ist eine. Ich finde deswegen den Film so aktuell, weil er zeigt so, ey, gerade so im Wandel mit der Zeit jetzt auch so, ne, kennt man ja gerade, es ist ja viel Thema. Wie ist es mit Sprache und Co.? Das zeigt der Film einfach sehr, sehr gut. Wie ist es denn mit dir, Gran Torino? Du hast den jetzt zweimal gesehen, generell, oder? Nee, schon öfter, ja, bestimmt schon vier, Ach, fünf öfter Mal. schon. Ach, ist es Ja, so? ich glaube, den damals, als er Okay. rauskam, gleich geguckt. War nicht im Ja. Kino gewesen, ich weiß es ja nicht mehr. Okay. Und dann mehrmals immer so mal wieder mit Kumpels. Das ist irgendwie so ein Film, ich weiß nicht, der ist jetzt nicht so ein Feel-Good-Movie, aber irgendwie zieht der ihn, wie du schon sagst, so in seinen Bann irgendwie der Film mit seiner Geschichte. Wie gesagt, wie er so redet mit dem Italiener oder mit dem von der Baustelle da. Da sind halt immer auch so, es ist manchmal immer krass, aber auch sehr, sehr witzig teilweise. Wie zum Beispiel, wie gesagt, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Friseur, wo dann den Jungen da bei so reden richtige Männer. Ja, und dann kommt der Rinder und er beleidigt auch gleich den Friseur da und der holt auch gleich die Knarre raus. Was sagst du hier zu mir in meinem Laden? Wieso Ja. beleidest du mich? Und der so, dann macht er mal nochmal, dann kommt er doch, geht er doch wieder raus, kommt drin. Nee, dann soll er doch, wie war das? Ach so, mit Kindern, er hat ja auch, er soll da ein bisschen was über Smalltalk beim Friseur sagen, über seine Frau, seine Werkstatt, der ihn beschissen hat, da, eine hohe Rechnung. Und dann sagt er hat kein Auto, er hat keine Frau, und dann sagt er der Friseur, dann hätte ich ihn noch gleich erschießen sollen. Hätte ich noch vorhin Ja. mal erschossen. Also so wisst ihr, der hat so wisst ihr Zehen. Also der hat auch viel lustige Sachen und es macht auch einfach Spaß, so ihn zu sehen, wie er sich, naja, wandelt sozusagen in diesem Film, ja. Ja, er macht, das ist ja das Krasse. Es gibt zum Beispiel, finde ich, extrem bezeichnend dann am Ende die, wo er dann zum Beispiel grillt mit den Leuten zusammen. Weißt du, wo er so wirklich dann, er sucht auf einmal den Kontakt. Also Ja. er ist der das auf einmal auch will. Und ich finde das so schön, dass es am Ende, das muss ich sagen, er geht ja sehr, ein bisschen vorhersehbar. Also wie das Ja. gelöst wird, das große Problem, ist natürlich ein bisschen Überraschung, aber es ist schon sehr vorhersehbar, was am Ende passiert. Und ich finde gerade die letzte Szene ist eine der, für mich eine sehr, der befriedigendsten, schönsten Szenen in so einem Film, weil ich immer denke so, ey, das ist jetzt genau das, was ich mir gewünscht habe und was passiert irgendwie. Ja,
Also wo dann sein Nachbar dann eben mit dem Auto wegfährt, so, weißt du? Wo ich denke, so, das ist einfach, das ist genau das. Es ist einfach ein richtig schönes Ende dann auch für diese ganze Geschichte. Ja, der ist, ja, und man muss sagen, Clint Eastwood hat doch ja dieses Filmdrehen auch einfach drauf, sein Stil so, diese etwas ruhige Erzählweise, ja, keine irgendwelchen Effekte benutzen oder so. Nee. Das, und das ist alles nicht zu übertrieben und immer sehr zeitlos. Das stimmt. Das ist mir, finde ich, sehr, sehr geil, dass bei Clint Eastwood die Sachen halbwegs zeitlos sind. Stimmt. Also es gibt ein, zwei Charaktere, wo du denen das natürlich ansiehst, aber die spielen nicht mit ihrem Mobiltelefon rum, so, die haben keine komische Mucke dann am Laufen. Es ist so, dass der Film jetzt genauso aktuell wirkt wie vor 10 Jahren. Jo. Und das finde ich, bei Mystic River ist mir das noch mehr aufgefallen, dass auch in Mystic River sau aktuell ist. Also sau modern noch wirkt. Ja, ja. Clint Eastwood kann einfach mit sehr ruhigen Bildern eine sehr spannende Geschichte oder Story halt auch aufbauen. Und man merkt, dass dem eben, das finde ich, das merkst du bei ihm, ist das Kompaktpaket. Er weiß sowohl eben, was du als Drehbuchautor mitbringen musst, sowohl als Regisseur, und dann eben, wie man was finanzieren muss. Also es gibt ja keinen Film von ihm, wo du sagst, der war komplett, also das stimmt so auch nicht, aber keiner der neueren Filme, wo du sagst, das ist komplette Scheiße. Das stimmt, ja. Ich habe auch gelesen, dass er am Set auch ziemlich eine ruhige Person, also so sein soll, als es ausstrahlt, dass sich jeder wohlfühlt und nicht so diesen Druck macht, dass er manchmal auch schon filmt während der Probeaufnahmen und dann sagt, oh, passt, nehmen wir so. So haben die Schauspieler auch keinen Druck. Ja, kann gut sein. Also irgendwo mal so einen Bericht gelesen, dass er da so die Schauspieler gerne mit ihm zusammenarbeiten, weil er halt so, ja, so den Leuten natürlich erklärt oder sie auch entfalten lässt, die Rolle, sich da nicht zu viel sagt, was sie machen sollen, sondern die das selbst so ein bisschen, die hebt ihnen noch Infos. Und dann genau. Wissen sie Bescheid und lässt ihn da Freiheiten und dreht auch selten mehr als zweimal die Szene nochmal. Also. Ja, und er hat halt starke Drehbücher, starke Dialoge. Gerade die Gespräche sind halt eben sehr häufig sehr packend und es nimmt einen irgendwie mit. Also auch die Dramaturgie ist ja so, dass man sagt, wenn da was Schlimmes passiert, fühlt man es. Man ist selber, dieser Schicksalsschlag ist häufig, dass man sagt, oh. Also ich muss sagen, das ist mir bei Gran Torino aufgefallen, dann, wo es zum Finale halt hinläuft und seine Nachbarin dann von den Jungs so ein bisschen schikaniert wird, da sitzt du da echt und ich saß auch wirklich komplett da und war so richtig so, wow, das ist richtig schlimm. Also es geht mir richtig nah, obwohl es wirklich diese Distanz eigentlich ist und das schafft er extrem. Auch bei Mystic River, wie das ist mir sehr aufgefallen, dieser so Trauer und Wut kann der unfassbar gut transportieren. Ja, ja. Das hat er drauf. Hat er drauf. Was ist denn von den beiden, oder was ist generell dein Lieblings-Eastwood? Das ist schwierig. Das hat ja so viele gemacht. Also. Ja, wenn du jetzt so spontan droppen müsstest. Spontan. Dann würde ich hier, wie heißt der in den Western von ihm? Für eine Handvoll Dollar. Ja, zum Beispiel der ist zum Beispiel das ist so ein ich finde die aber, wie gesagt, die beiden Filme hier sind für mich aber auch so eine Top-Kandidaten eigentlich, ja. Mystic River und ich finde, ich will auch endlich mal wieder die Dirty Harry-Filme gucken. Das ist jetzt auch schon extrem. Ich habe die alle da. Ja. Aber es ist jetzt schon wieder zig Jahre her, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Oder das letzte Mal, sagen wir mal so. Million Dollar Baby, auch ein toller Film. Den habe ich ja nie gesehen. Ja, da geht schon wieder los. Also der hat wirklich. Also sehr viel. Also ist jetzt. Bei ihm ist es wirklich schwierig, zu sagen, boah. Was ich jetzt sagen kann, finde ich, dass er in den letzten Filmen jetzt nicht mehr mich so gepackt haben hier. The Mule zum Beispiel oder Invictus. Dieser hier 1517 to Paris. Ah, Sully. Oh ja, Sally. Das war jetzt alles nicht so. American Sniper, okay. Ja. Man merkt natürlich, zum einen merkt man bei ihm, finde ich, ganz klar, dass er sehr patriotisch immer unterwegs ist. Das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall heftig am Start. Aber das ist halt auch das Ding, ich habe bei ihm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man merkt es richtig bei ihm, er erzählt nur auch das natürlich, worauf er Bock hat. Und viele seiner Stories, die er erzählen will, sind krasse Geschichten, aber interessieren mich jetzt aus filmischer Sicht gar nicht so. Ja, ich sag mal hier Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima, die fand ich auch sehr geil, diese Bandfilme. Die waren stark, ja. Aus beiden Sichten so erzählt hat halt. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut.
Ja, sonst hat der so viele Filme gemacht. Also da kann ich wirklich eine Handvoll, wo man jetzt sagen könnte, Space Cow, stimmt, der hat er auch gedreht. Also war er auch dabei. Ja, also wie gesagt, schlecht ist jetzt, auch die neuen sind ja nicht kacke. Es ist nur so, dass die dann halt thematisch einem nicht mehr so nahe liegen. Das finde ich aber auch, dass, also er macht halt wirklich viel. Ne? Das Einzige, was er, glaube ich, nicht gemacht hat, ist Horror, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber sonst hat er wirklich fast alles gemacht. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass er als Schauspieler nie in einem Horrorfilm war. Ich glaube nicht. Nee, obwohl er ja in der Italo-Zeit, gerade viele Western-Schauspieler sind ja dann irgendwann auch mal ins Horror-Genre gehupft, weil das ja so häufig Hand in Hand ging. Aber hat er nicht gemacht. Ja. Genau. Ja. Was gibst du, Alter? Oh, sorry. Gran Torino, ganz kurz. Das langweilt ihn schon so sehr, dass er müde wird. Ah, Gran Torino, ja, Clint Eastwood, ey. Nein. zur Veröffentlichung noch ganz kurz. Lass uns da ganz kurz was erzählen. Es gibt in Deutschland eigentlich nicht so richtig was Geiles. Es gibt ein Steelbook. Und zwar war das erste und ich glaube auch das einzige Wendesteelbook. Echt? Das hatte vorne einen blauen FSK-Logo-Sticker oder Platz, Flatschen drauf und du konntest das einfach umdrehen. Anstatt einen Text hinten drauf, war dann nochmal das Cover ohne FSK-Logo. Okay. Das war ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist die einzige besondere, limitierte, tolle Deluxe-Veröffentlichung aus Deutschland. Sonst gibt es natürlich nur eine Keepcase-Veröffentlichung. Ja, ist ein Film, der meiner Meinung nach in die Sammlung gehört. Auf jeden Fall. Ist ja auch inzwischen in Deutschland, ich glaube in Baden-Württemberg oder so, gehört der zum Abi-Thema. Der wird damit behandelt. Okay. Es gibt noch so zwei, drei witzige Sachen. Eine Sache, die ich extrem witzig fand, ist, dass du siehst ja, er hat eigentlich eine sehr geile Beziehung zu seinem Hund in dem Film. Ja. Ist sein eigener Hund. Ah. Ist tatsächlich okay. Ein eigener Hund. Das ist cool. Was ich nämlich, weil das erklärt, finde ich, auch vieles, weil der so krass gehorcht, weißt du? Aha. Also du siehst ja auch viele Einblendungen, der Hund wird ja häufig gezeigt und man hat so ein bisschen, ich habe mal gelesen, dass es so ein bisschen auch, dass man zeigt ja gerne bei Filmen was, so man zeigt ja dann zum Beispiel, sein Sohn spielt glaube ich auch mit, da bin ich jetzt aber, will jetzt nicht ganz Falsches sagen, aber du zeigst ja dann häufig gerne mal. Nein. Ja. Bei Peter Jackson zum Beispiel hat ja seine Kinder in Herr der Ringe gezeigt, weißt du, dann gibt es ja extra eine Einstellung und man hat das Gefühl, dass Clint Eastwood extra seinen Hund nochmal zeigt, so als Liebeserklärung für seinen Hund, so wegen so, guck mal hier, guck, du kriegst jetzt noch ein bisschen Screentime. Fand ich auf jeden Fall ganz cool und es ist sehr viel basierend auf wahren Begebenheiten, also ganz viel, was da drin erzählt wird, kommt eben aus dem Umfeld von den Drehbuchautoren und aus ihm und sind Szenen oder Menschen, die ihm wirklich begegnet sind. Und eine Sache, die ich gelesen habe, die fand ich wirklich unfassbar witzig, die möchte ich dir gerade noch nennen, da musste ich ein bisschen lachen, als ich das mal gelesen habe, ist nämlich eben, dass der Walt Kowalski ist ein echter Name und zwar von einem Wrestler. Also er hat wirklich den Namen von einem Wrestler übernommen. Okay. Von Walt Killer Kowalski. Killer Kowalski. Killer Kowalski. Ja. Und finde ich auf jeden Fall krass. Und was abschließend noch eine Sache ist, die deine These, die du eben gesagt hast, unterstützt, mit dass man mit ihm sehr schön drehen kann. Die haben 35 Tage Drehzeit angesetzt gehabt. Und in der Regel drehst du ja immer länger. Also, ist ja meistens so, du drehst dann bei 35 Tage, wenn du gut durchkommst, bist du bei 35 Tagen, im Normalfall bist du bei 40. Er war tatsächlich mit allem drum und dran, und es ist ja ein sehr drehbuchlastiges Drehbuch, sehr textlastiges Drehbuch, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Nach 33 Tagen waren die fertig, komplett. Na, siehste. Ohne Nachdrehs. Also, scheint also auf jeden Fall alles so zu passen. Punktetechnisch ist für mich Gran Torino ein definitiv mindestens 8,5, wenn nicht sogar 9 von 10er. Wisst ihr gar nicht, wie habe ich den Serie? Ich glaube, ich habe den Serie eine 5 von 5 eben. Das, weil, das ist ein Top-Film. Sonst hätte ich noch nicht so oft geguckt. Aber das passt ja dann bei dir. 5 von 5, genau. Das würde ja bei dir Sinn ergeben. Bei mir ist es halt kein 5 von 5, also kein 10 von 10er, weil ich ihn eben nicht. Ich kann ihn nicht so oft gucken. Ich könnte ihn noch jetzt so einmal gucken, aber dann würde ich den 3 Jahre lang nicht anfassen wollen. Ja. Und deswegen, das ist ja mein subjektiver Punkt, aber. Jo, ja. Nee. Toll, schön. Also, aber sind wir B der Meinung, ist ein Top-Film. So. Definitiv, Meister. Also ich würde sogar mit Meisterwerk mitschimpfen. So. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Mystic River, würde ich sagen. So, Mystic River. Dann schlafe ich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Du machst jetzt in der Zange, ne? Mystic River war ja 2003, also noch vor Gran Torino.
Film, der geht ja schon lang, ja über 2 Stunden. Jo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den zwar, glaube ich, mal gesehen, aber ich konnte mich kaum noch daran erinnern. Also war eigentlich, ich fühlte mich fast wie eine Erstsichtung. Ja, so wie bei mir quasi, wie ich es in meinem Filmtagebuch beschrieben habe. Genau. Ja, Mystic River, wie gesagt, Clint Eastwood. Wir haben eine tolle Besetzung hier auf jeden Fall, ja. Sean Penn ist mit bei, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne haben wir dabei und ja, noch ein Haufen andere. Also sehr, ja, starlastig, könnte man sagen. Und ja, Film ist von der Romanvorlage auf jeden Fall, hat er den übernommen. Und ja, worum geht's da? Können wir kurz anreißen. Wir haben hier die drei Jungen, also es fängt an, ja, da waren die, wie alt sind die da? 10, 12 ungefähr. Drei Freunde, wie gesagt, jetzt sollen dann halt Jimmy, Dave und Sean, also jetzt sind dann in jungen Jahren, wie gesagt, Sean Penn, Tim Robbins und Kevin Bacon als Kinder, wie sie spielen halt auf der Straße, beschmieren dann da so einen Beton irgendwie, so einen Gehweg da und dann kommt jemand vorbei, halt, gibt sich als Polizist aus, schimpft mit denen und nimmt den Dave mit, also Tim Robbins, sprechen wir, wie soll ich eigentlich sagen, wie sie richtig heißen oder wie sie im Film heißen? Gute Sache, ja. Das ist aber schwierig, ja. Ja, wir nennen sie weiter so, weil Kevin Bacon, dann hat jeder auch ein Bild direkt immer vorm Kopf. Genau, also nehmen wir mal den Tim Robbins mit und es stellt sich halt raus, dass das halt keine Polizisten waren, sondern die halten den vier Tage lang fest und misshandeln den und er kann fliehen. Und dann ist eigentlich, ja, 25 Jahre später plötzlich, die Freunde sind halt, ja, seit dem Vorfall eigentlich keine Freunde mehr, leben halt immer noch zusammen, also spielt alles in Boston, in so einem, ja, Arbeiterviertel. Mhm. Ja, die haben sich sozusagen die ganzen Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren, waren keine Freunde mehr, jeder hat so seinen Weg gegangen, der Sean Penn ist so ein bisschen in die Verbrecherrichtung gegangen, hat so einen kleinen Gemischtwarenladen, der Tim Robbins hat sein Vorfall da sozusagen nicht wirklich so gut überstanden, hat jetzt aber auch trotzdem eine Familie und einen Sohn und Kevin Bacon ist Polizist geworden. Ja. Ja, und dann passiert ein Schicksal, sage ich, oder es passiert was, das von John Penn, der hat eine Tochter, die ist 19 Jahre alt, die wird, ja, kann ich mir eigentlich schon sagen, oder? Ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich das sage? Müsste ich eigentlich erzählen. Nee. Also sagen wir mal, die stirbt, und der Kevin Bacon ist halt mit dem Fall beauftragt und Tim Robbins macht sich so ein bisschen verdächtig und so, ja, ist sozusagen Verstrickung, Lügen, bup. Also mehr will man jetzt gar nicht über die Geschichte groß erzählen. Nein. Ja, so kurz zusammengefasst, das war's. Ich fand gut. Nein. Ja, also, was man hier, finde ich, was bei dem Film auffällt, ist auch wie bei Gran Torino, der Look, ja, hat so ein Rauschen drauf, hat so gewisse Filter drauf, es sieht aus wie ein bisschen älterer Film, einfach auch durchgehend, also ja, es ist nicht Hochglanz. Das ist so ein Film, der sah im Kino, glaube ich, grandios aus. Das ist so ein Film, ich glaube, der kommt auf so einer Leinwand und über so eine Filmrolle wirkt das krass gut. Sehr kalt, also der Film ist hat so eine Kühle, man ist so distanziert zu den Leuten und man kann mit keinem mit, also man findet keinen richtig sympathisch. Irgendwie erstmal so. Ja, jeder. Aber man fühlt trotzdem mit, aber es ist so, Tim Robbins ist dir von Anfang an, weil du irgendwann denkst, der ist es, so. Ist er dir deswegen unsympathisch? Mit Kevin Bacon ist einfach so, weil er wirkt so, als Polizist will irgendwie das Gute tun, aber wirkt so sehr distanziert und man merkt, dass er damals das Geschehen, was damals passiert ist, früher nicht verarbeitet hat. Und Sean Penn ist halt, klar, du fühlst mit, dass der Vater seine Tochter verloren hat und Sean Penn spielt in dem Film grandios. Hat er auch einen Oscar gekriegt dafür? Zu Recht, definitiv zu Recht. Man fühlt das komplett, aber man ist nicht so, dass man ihn... Man sagt nicht, ja, mit dem, ich bin jetzt erstmal auf seiner Seite, vor allem im Lauf des Films merkst du so, na, ich weiß jetzt noch nicht so richtig. Und der Film erzählt natürlich dann, das finde ich sehr krass, hat ja verschiedene Handlungsstränge, die du quasi verfolgst. Genau, ja? Jeder hat ja so ein bisschen. Genau, eigentlich ist jeder hat eine eigene Handlung. Genau, die sich dann nachher, sagen wir mal, sozusagen wieder zu, ja, einer findet. Genau, also, ja,
Genau, der ist ja, also der, die Handlung hat ja an sich sehr viele Verstrickungen, sehr viele, ja, Wendungen, oder man erfährt immer mehr. Also man ist auch ein Film, wo ich sagen muss, du, wie gesagt, der geht über 2 Stunden, 138 Minuten, wo du wirklich nicht mal, Aufpassen. ja, darfst nicht kurz rausgehen. Weil ich finde, der Film spielt auch viel mit Namen einfach nur. Sagen wir mal, wir können ja mal den einen wichtigen Name, der auftaucht, ist ja dieser, wie hieß er, Ray Harris. Der, wo sie dann immer, der wird ja nie, der also der, jetzt verplapper ich mich hier schon, der tritt ja nie in Erscheinung. Es wird sehr viel über den geredet. Ja. Über den der Harris hieß er ja, der war der Spitzname, weil viele Harris hießen und die Spitznamen ausgegangen sind, hieß einfach nur der Harris. Und der spielt dann eigentlich eine sehr wichtige Rolle, aber du siehst ihn ja nie. Es wird ja nur immer über ihn geredet. Und du musst halt auch wirklich bei diesem Film aufpassen, auch mit den ganzen Namen, wie die Schauspieler heißen, weil manchmal wird bloß über Schauspieler, also über andere geredet. Und wenn du dann nicht aufpasst später, verstehst du ja nicht, was ist jetzt los. Also du kannst da nicht mal kurz auf Toilette gehen oder mal kurz im Handy gucken, weil Das dann hast du ein ist vor Problem. allem ein Film, wo du während des Films du weißt immer genauso viel nur, wie sie gezeigt haben. Genau, Das ist genau. kein Film, wo du dann schon mal kurz den Mörder gesehen hast, sondern du sitzt da wirklich und rätst mit. Und irgendwann, ich finde, man errät natürlich schneller als das Finale, dann kriegst du die Lösung serviert so langsam. Also man ist so, wenn der Film quasi so auf, ich bin jetzt bei 90% der Auflösung, ist man selber schon bei 100% und die letzten 10% dümpeln sie ein bisschen hin, weil du denkst, ich weiß es doch schon lange. Ja, du, nachher ahnst es und ich Also glaube lange schon. ist das falsche Wort, aber ja. Aber es hätte auch sein können, dass es dann trotzdem nochmal einen Twist gibt. Das weißt du eben nicht. Also der Film spielt ja geschickt eben mit dem Unwissen von dir. Er macht ja dann, ich sag mal, er ahnst es nachher schon so ungefähr, dass es wer gewesen sein könnte, aber trotzdem hast du ja noch andere Sachen zum Schluss, die dann passieren, wo du jetzt nicht so mitrechnest. Ja, zum Ja. Beispiel die mit Sean Penn die Geschichte und den Tim Robbins. Ich dachte an sich das Finale, ja, ich finde, er hat in der Zwischenzeit mal so ein bisschen, wo du denkst, so, pff, jetzt sieht ihm so ein bisschen die Puste aus, aber das ist halt sehr, sehr wichtig für das Finale, und das Finale, finde ich, das haut nochmal so richtig rein, finde ich. Ja. So von der Erzählung, wie die dreht ist auch, mit diesen, wieso wollen die jetzt hier nicht spoilern, falls Leute den Film noch nicht gesehen haben, ist das wirklich sehr, sehr gut gemacht, diese ganze Verstrickung und Auflösung nachher und auch, ja, das Ende zum Schluss nachher finde ich auch sehr, sehr geil. Mir, das Einzige, was mir so ein bisschen missfällt, ist, dass er dann nicht endet, sondern dass es noch diese Parade gibt, die ich persönlich als überflüssig empfunden habe, weil ich es nicht genau oder ich nicht den Sinn hinter dieser Szene verstehe. Ich habe es, ja, die könnte man so vielleicht deuten. Ich sag mal, der Sean Penn ist ja davon gekommen zum Schluss. Ich sag mal, der Kevin Bacon weiß ja, was er getan hat, Ja. aber er hat ihn ja nicht festgenommen, deswegen. Ja. Und man sieht ja nochmal alle Charaktere zum Schluss so. Die Frau von Tim Robbins sieht man ja noch. Ja. Ihren Sohn, der bei der Parade mit bei ist. Man sieht ja eigentlich nochmal so alle Charaktere, die wichtigsten so zum Schluss. Ja. Wie sie auch in die Augen gucken oder so. Ja, okay, vielleicht das so, dass alle wissen, okay, es lief, ja, okay, dann macht's schon. Ich fand's halt ein bisschen, ich finde immer das so ein bisschen doof, wenn so das Finale kommt und dann kommt noch mal so eine Szene, die, das ist ja bei Gran Torino ähnlich. Ja, Also man stimmt. merkt, er hat dann ja immer, dann kommt das Finale und dann kommt noch mal der Epilog quasi so, die letzte Szene, die wir jetzt noch mal zeigen, und ich finde immer so, es ist ganz nett. Aber mich hat es natürlich gestört, weil, wie gesagt, der Film ist lange. Ja, Und ja. dann war ich so, oh, jetzt nochmal 10, was, wie ich dachte, es ist vorbei. Also, es war kein Kampf, weil ich fand den, wie du, ich fand den ja, ich habe den auch bewertet mit auch fast, ich glaube, 9 von 10 habe ich dem sogar auch gegeben, gesagt, auch ist auch ein Meisterwerk wieder, meiner Meinung nach. Aber du bist trotzdem nach einer gewissen Zeit, denkst du, okay, oh, geil, jetzt ist er durch und man freut sich, dass er vorbei ist, dann ist so, noch eine Szene? Ah, okay. So, ja, gut. Ja. Aber Ja, ja. wie gesagt, ein Film, wie gesagt, wo man wirklich aufpassen muss. Sonst wird das nicht auch wieder, wie gesagt, wie du schon sagst, filmisch natürlich top eingefangen, diese Kühlheit und diese, ja, wie du schon bei Gran Torino sagst, so dieses Mitfiebern oder dieses Gefühl, was er ihnen so oft drückt, schafft er hier auch wieder super. Auch hier auf Tim Robbins auch sehr, sehr gut gespielt. Der hat ja auch einen Oscar gekriegt für beste Nebenrolle. Die Rolle von ihm, also hat er auch sehr, sehr gut gemacht, auch mit seiner Frau. Die auch, also du hast ja, eigentlich ist jede Person sehr, sehr wichtig für die ganze Handlung, ja. Seine Frau halt auch, auch der Freund von der Tochter von Sean Penn,
auch sehr, sehr wichtig, der Bruder sehr wichtig, also sind sehr, sehr wichtige, also ja. Ja, ist so. Aber der fesselt ihn auf jeden Fall, der Film. Der komplett. Also der Film hat auch mich nicht losgelassen damals und ich war wirklich sehr, weil ich habe das ja damals auch schon gesagt in meinem Filmtagebuch, ich kannte das Ende und ich wusste dann auch irgendwann, worauf es hinausläuft und trotzdem war es alles für mich super spannend und man sitzt einfach die ganze Zeit und ist halt auch gefesselt, wie es weitergeht. Die Geschichte ist keine Sekunde langweilig erzählt. Nee. Die Charaktere sind halt, wie gesagt, alle nicht so ganz nahbar, aber das macht es auch irgendwie spannend. Also dieses zum Beispiel, ich finde, es ist ja so witzig, weil Sean Penn ist ja eben, hat ja quasi seine, diese Brüder, die da mit ihm rumhängen. Ich weiß die Namen gerade nicht, aber das sind ja so Gangsterbrüder. Ja. So. Die sind ja alle Gangster und das Krasse ist, wie die einfach so rumhängen die ganze Zeit, dass du da einfach so, du siehst, da hängen einfach OGs miteinander rum und die wissen ganz genau, also man weiß, wenn die dir was wollen, dann tun sie das. Die stehen über dem Gesetz. Glaub, die, das auch, zum Beispiel, die sind auch alle Harris. Auch alle Harris? Ich weiß nicht genau, aber... Ah, kann gut sein. Also der Film ist definitiv auch ein Film, der in die Sammlung gehört. Oh ja. Also wenn man, das ist so ein Film, wenn wir so eine Liste machen würden, 500 Filme für die Sammlung, wäre der mit dabei. Ja. Ich würde auch sogar so weit gehen und sagen, dass ich, ja gut, ich kenne Million Dollar Baby nicht, muss ich gestehen, da weiß ich nicht, ob der auch mit in die Sammlung gehören würde, aber ich würde sagen, dass der mich, ist auch sehr gut. Der hat auch Oscars gekriegt, ne? Der hat auch, ich weiß nicht, hat er Clint Eastwood für bessere Regie gekriegt? Ich weiß nicht, also wir können immer kurz hier nochmal kurz, Mystic River hatten wir auf jeden Fall, der war für 6 Oscars nominiert, ich habe mir hier kurz aufgeschrieben, der war auch bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, Hauptdarsteller, Nebendarsteller und 2 Nebendarsteller waren nominiert und wie gesagt, aber hat er 2 Oscars plus bekommen, also für bester Hauptdarsteller und Nebendarsteller. Aber Gran Torino hat keinen Oscar, das finde ich total weird, irgendwie, warum auch immer. Der hat keinen bekommen, das stimmt. Der war auch, glaube ich, gar nicht nominiert irgendwie. Nee. Warum? Nee. Ja, das ist auch immer so komisch, manche Filme müssen ja immer so eingereicht werden oder irgendwie, das ist doch so eine ganz komische... Das habe ich mich jetzt schon ein paar Mal, weil das finde ich total verrückt, dass der halt keinen bekommen hat. Ja, das ist, ja, eigentlich... 2008, ich weiß ja nicht, was da noch war in diesem Jahr. Das ist ja eigentlich ein echt starker Film, also muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich hab mir kurz hier Million Dollar Baby hat auf jeden Fall gekriegt, bester Film, ja. Beste Regie, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarsteller, genau. Pff, krass, ja gut. Gut, dann hat aber Clint Eastwood auch genug gehabt, dann brauchte der jetzt nicht nochmal was für Gran Torino. Ja. Wie gibt es denn noch irgendwas Geiles an Wissen, was du jetzt mit mir teilen oder mit uns teilen möchtest zu dem Film? Noch mehr? Ich frag nur, kann ja sein, das war einfach nur so gefragt, ob du irgendwas, dass du naja, weiß sagst. Ich weiß wichtig eigentlich, zumindest ich glaube. Okay. Gut. Da gibt's ein Steelbook, meines Wissens. Echt? Stimmt, ich glaube. Gab's ne? Ja, ich glaube schon. Da müsste es ein Steelbook geben. Und gibt aber sonst jetzt auch gar nicht so viel. Also da gibt es halt eine normale Keepcase-Veröffentlichung und das war's. Ist wie generell weg, denn die sort Film so, oder? Okay, The Mule, glaube ich, gibt es auch ein Steelbook, ja, oder? Ja, und Sally gibt's auch als Steelbook. Stimmt. Aktuell übrigens Amazon-Preistipp. Ach ja, sind aber scheiße. Nicht so gut die Filme. Ja, okay. Ja. So viel dazu. Erzähl mir was. Hast du noch was, was du mitteilen möchtest? Ich bin gerade... Du musst Million Dollar Baby gucken. Ja, ich befürchte es auch. Ich verstehe ja nicht, wieso du den noch nie gesehen hast. Ja, weil er mich nicht... Ja, es ist auch ein sehr, wieder so ein schwergängiger Film. Ich finde halt, Hilary Swank mag ich nicht so gerne. Also das ist das Erste. Ja, die mag ich auch nicht so, aber die spielt ja wirklich sehr, sehr gut. Ja, und das Nächste ist dann einfach... Ja, das ist halt ein... Ist halt auch noch ein Boxer-Drama und also Kampfsport mag ich ja eigentlich ganz gerne. Aber... Es geht ja hier mehr um die Figuren wieder. Es geht ja hier nicht um das Boxen so an sich. Ist schon wichtig, aber es sieht ja jetzt nicht da, dass die auf irgendeinen Kampf, das sieht ja mehr um dieses Menschliche. Und ich weiß, glaube ich, das Finale, da hat mich Dings gespoilert natürlich, Scary Movie mal wieder. Scheiße, Alter.
Da weiß ich ja eigentlich schon, was mich erwartet, da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mit dem Dollar Baby war auch ein Film, den ich nicht gleich sofort geguckt habe, sondern auch erst ein paar Jahre später, weil eben wie auch Okay. demselben so Boxen, so Drama, Hilary Swank, Ja, den okay. habe ich irgendwann, ich glaube selbst, ich weiß nicht, ob der mal im Fernsehen kam, dann irgendwann mal ein paar Jahre später und den da geguckt habe und dann war ich wirklich begeistert. Also sagst du einfach mal, die Blu-ray auf blind kaufen. Ja, die kannst du auf jeden Fall. Also, das ist ja auch so, so Filme, du kennst ja auch so, die da, wo du dann wirklich keinen Bock drauf hast und dann guckst und denkst dir, Mensch, wieso habe ich die nicht vorher geguckt? Ja, klar. Also ich bin auch, ich glaube auch nicht, dass der Kacke ist, ne? Das muss ich jetzt einfach mal da dazu sagen. Ja, bei manchen Filmen muss man aber auch Bock drauf haben. Ja, das ist das Problem. Es ist einfach dieses so Phänomen, dass ich sage, ja gut. Aber ja, vielleicht einfach Augen zu und durch. Weil schlecht wird er nicht sein. Also das klingt Ich hatte so. ja auch immer, da war ein Film auch, den ich auch ewig hatte und immer ja keinen Bock drauf hatte, war immer der blutige Pfad Gottes. Ach was, wieso Und hattest du dann, da denn die Bock ich drauf? weiß nicht, dann habe ich den mal geguckt und habe gesagt, Alter, wie geil ist denn dieser Film? Der ist übergeil. Ist auch der zweite Film total geil. Ja, den zweiten finde ich Echt? kacke. Aber ja, voll. Aber Ja, den der ist ein bisschen ersten. übertrieben, aber der erste war schon. Der erste ist tatsächlich, würde ich sogar sagen, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, der ist wirklich sehr, sehr geil. Das ist wohl wahr. Ja, verrückt. Ja, dann mache ich das einfach mal. Komm, ich werde mir gleich hier, denke ich, die Blu-ray. Ich habe gerade aktuell einen. Ich habe diesen Monat, weil ich ja letzten Monat sehr übertrieben gekauft habe. Wie du ja vielleicht mitgekriegt hast in Ja. meinem Filmtagebuch, habe ich diesen Monat mal angefangen, mir einfach eine Wunschliste zu machen und nicht alles sofort zu kaufen. Okay. Möchtest du mal wissen, was da drauf ist gerade? Nee, mit Dollar Baby. Okay, gut. Sag ich dir nicht. Nee, tatsächlich sind da gerade nur drei, da sind insgesamt eins, zwei, drei Filme nur drauf, die Für ich mir diesen jetzt noch Monat, nicht. Ja. das ist viel. Nee, ich bin gerade sehr entspannt, aber ich hätte mir die alle sonst schon gekauft. Der erste ist Die Nacht der Creeps. Sagt mir alles. Das ist so ein 80er-Jahre-Zombie-Film, der lange Zeit nicht in Deutschland erhältlich war und den gibt es seit kurzem, also seit ein bisschen länger schon auf Blu-ray endlich oder DVD und Blu-ray. Der gab es davon nur als Bootleg. Und der hat relativ gute Kritiken. Also der hat auch bei Amazon die 4,5 Sterne voll. Und auch sonst, auch weltweit, hat er ein sehr gutes Ranking. Okay. Soll einen sehr coolen Humor haben, keine Ahnung, ob es so ist. Dann Movie 43. Oh, der sagt mir irgendwas. Das ist der, wo Hugh Jackman das Hodenkind. Ja, den habe ich auch nie gesehen. Der soll ja richtig schlecht Nein? sein. Oh, der ist so schlecht lustig. Ja, der Echt? ist komplett übertrieben. Ja, der ist richtig doll. Der ist richtig doll. Und ich kann dir. Oh, hast du gekauft? Ja. Geiles Teil. Ich krieg ja nichts Für wie mit. viel? War im Angebot für 23 oder so. Sehr gut, ist nämlich. Also Crazies hat den gerade Crazy, genau, gezeigt. Crazy ist der Film. Ich kann dir hier so viel schon sagen, wenn du irgendwann da mal Bock drauf hast bei Movies 43. Ha? Das Ding ist von Konstantin-Film. Ja. Das heißt, das Teil wird irgendwann in der nächsten Zeit ausverkauft sein. Darum hast du den Bus gekauft. Nee, noch nicht gekauft, aber der ist ja auf meiner Wunschliste. Ne? Ach so. Und Toy Story 1 bis 4. Ich weiß nicht, ob ich die mir heutzutage nochmal angucken könnte. Ja, weiß ich auch nicht, aber mir wurde der vierte jetzt mehrfach empfohlen. Ja, okay, der ist ja noch nicht so alt. Und deswegen habe ich gesagt, dann werde ich mir den mal ordern. Und ich habe gerade eben einen Film empfohlen oder gesehen, der sich total geil anhörte. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. Na toll, Alter. Oh, das war ein Film aus Frankreich mit irgendwas. Der hatte Porno im Namen, aber das war kein Porno. Scheiße, wie hieß denn der Film? Das muss ich jetzt gleich erstmal wieder googeln. Das war so ein Ghetto-Film, der total geil aussah. Naja, Naja, egal, muss ich, ich habe muss mir mich die schon neu raus. geholt hier. Die Psycho-Collection. Ja. Also Okay. die abgeschwächte. Ja, aber trotz, ja, mit allen. Ist das Remake auch dabei? Ja. Also Okay, und der wie. 8 ist, ich wollte die endlich mal wieder gucken. Ja. Und na, ich habe sie jetzt aber erst gekriegt, also ja, will ich mal mir alle nacheinander reinziehen. Okay. Ja, hast du Mammutprojekt. was vor? Hast du was vor? Ja, wenn ich das schaffe. Porn in the Hood heißt der Film. Sorry, jetzt Okay, geht's. okay. Porn in the Hood. Nicht Born, sondern Porn. So, okay, sorry, jetzt geht's weiter, Mann. Ja, klingt sehr, sehr interessant. Was hast du denn noch gekauft? Das war's. Ach, nur das. Ja, und in letzter Zeit, ja, ich hatte ihm, ja. Sonst ist ja nichts.
Okay. Jo. Diesen Monat kommt auch nicht so viel raus durch, oder? Ich glaube nicht. Also ich will mir jetzt gerade die Star Wars Steelbooks alle kaufen. Ach, da kommen durch diesen Monat noch die anderen raus, oder? Ja, ich glaube ja. Das Ding ist, dass ich tatsächlich mir alle Star Wars Deals kaufen will und die einfach ganz frech von der Steuer absetzen dann werde. Nein, werde ich natürlich nicht so können, so einfach. Aber ich habe halt, ich will demnächst so ein Video machen und dadurch, dass ich ja jetzt als Selbstständigkeit da drin habe, kann ich da einen Teilprozent mit absetzen, wenn ich die wirklich benutze alle. Ah, okay. Und da habe ich gedacht, scheiß drauf, dann mache ich das einfach. Jetzt sind die, glaube ich, gerade auch sogar im Angebot Kostet was? gewesen. 12,90 € oder so. 12,99 €, ja. Im Angebot, also das finde ich ganz okay. Ja, weiß ich noch nicht, mal gucken. Ja. Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall. Ich finde, ja. Ja, was findest du? Wir werden immer, ich finde auch wie im letzten Podcast, wie ich kurz drin gehört habe, wir werden immer besser, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also schlechter werden wir, glaube ich, nicht. Wäre Hoffe schlimm. ich. Wie gesagt, schreibt Gibt uns uns, ja, gebt mal uns bitte kein Feedback. Feedback, wenn wir schlechter werden. Dann nicht, dann nicht. Bitte nicht, nein. Nee, bitte, dann will ich es nicht hören. Nee, Aber. gerne. Also gebt uns auch gerne mal. Da sind wir ja noch nicht, weil wir sind ja jetzt noch hinterher. Also das Ding ist, ich habe das Gefühl, wir sagen das schon seit 3 Wochen. Sagen wir eigentlich auch, aber ihr hört das ja noch nicht. Gebt uns gerne auch Filmempfehlungen mal raus. Also wir sind jetzt, was wir gucken sollen mit euch zusammen. Jetzt sitzen wir an der nächsten Woche, wird Tanz der Teufel 1, 2 und Armee der Finsternis geguckt. Eventuell auch dann noch das Evil Dead Remake. Also es ist eine fette Folge. Vier Dinger. Ja. Naja, wir Ich müssen ja denke, sagen, das. der erste und zweite sind ja sehr identisch. Ja, und ich glaube, es geht auch schnell. Also ich glaube, Ja. das kriegen wir gut durch. Die vier wollen wir gucken. Und danach die Folge wird Top Gun geguckt. Die Frage ist, was wird noch geguckt? Ja. So, das ist jetzt das Spannende. Da können wir ja eine Umfrage machen. Oder? Ja, aber das dauert ja ewig, bis wir das raus haben. Aber du könntest doch auf deinem. Nutzt du deinen Community-Post bei YouTube? Ja. Ja, dann mach doch mal. Welcher Film sollte im selben Atemzug mit Top Gun geguckt werden? Genau, machen wir das so. Das machst du und dann der Film, der da genannt wird, den gucken wir auch. Siehst du also, Zuhörer hier, guckt bei unseren YouTube-Kanälen mal vorbei. Auf jeden Wenn Fall. wir dann demnächst nochmal so was machen, das wird jetzt, ich denke mal, wenn der jetzt hier rauskommt, vielleicht schon, weiß ich nicht, entschieden sein. Aber wie Ja. gesagt, lohnt sich immer noch einen Blick zu riskieren und zu Ja. abonnieren natürlich. Natürlich. Ja. Links stehen unten. Ja. In der Genau. Und Podcast-Beschreibung. gebt uns gerne Feedback. Was sollen wir besprechen? Was sollen wir machen? Genau. Wir sind da völlig Und offen. wir sind komplett offen. Gina Wild. Gina Wild, Gina Wild. nein. Ja. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum Ende, bevor wir uns hier totquatschen. Auf jeden Fall. Es war mir eine Freude. Ein inneres Blumenpflücken, wie immer. Ja, natürlich. Und Hoffentlich ist bald die vielen Allergie Dank. vorbei. Hoffentlich ist bald die Allergie vorbei. Können wir Genau, richtig wir haben durchziehen hier. Dann quatschen wir alle noch keinen viel Bock mehr. schneller. Oh yeah. Oh. Ja, in diesem Sinne. Euch allen schön und Timmy dir natürlich noch einen viel besseren. Natürlich. Alles klar. Tschö mit Ö. Tschüss.